Ich kann euch übrigens einen Tipp geben, falls ihr das noch nicht gemacht habt mit diesen Säulen hier. Ich will gar nichts spoilen, aber einen Tipp gebe ich euch hier mit den Säulen. Wenn ihr das erledigt habt, wenn ihr dann diesen Schrein betretet, stellt euch ein gutes Kampfteam mit einem vernünftigen Heiler zusammen, bevor ihr durch dieses Tor geht. Weil wenn man da erstmal drin ist, ist es zu spät. Ich musste da echt mit einem nicht gerade optimalen Team echt, ja, ganz schön was durchmachen. Am Schluss, wirklich ungelogen, ich wünschte fast, ich hätte es irgendwie aufgenommen, weil am Schluss war Venti, der letzte lebende Charakter, hatte ungefähr noch ein paar HP, ich hatte nichts mehr zu essen und ich bin nur noch weggelaufen und habe aus der Entfernung Pfeile geschossen, eine Viertelstunde lang und dann habe ich noch gewonnen. Aber das kann man auch leichter haben. Okay, du bist nicht mein nächstes Ziel. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was mein nächstes Ziel ist. Da haben wir den Salat. Bin aber schon richtig hochgeklettert, glaube ich. Irgendwo müsste hier ein dicker Kerl stehen mit einem Hammer. Ah, dammit. Ich muss noch ein bisschen an der Route feilen. Die könnte echt gut sein. Wenn ich mir nur merken könnte, was wo ist. Komisch, ich dachte, ich kletter hoch und dann sehe ich ihn sofort. Ah, da hinten steht er, mein Freund. Na also. Der beschwört jetzt gleich seine Buddies. So, ohne Feuer kommt man echt nicht durch den Panzer von diesen Eiskerlen. Die können teilweise echt zäh sein. Aber das lief eigentlich ganz gut. So, genau. Und da hinten wartet nämlich gleich der nächste Trupp von diesen Kerlen. Also wenn man Rohstoffe von denen braucht oder einfach ein bisschen Erfahrungspunkte, ein bisschen Geld, ist das schon wirklich gar keine schlechte Route hier. Da unten ist nämlich gleich der nächste Trupp. Die haben hier so viel Gegnertruppen aufgestellt. Autsch. Ah, Hilfe. Manchmal ist die Kamera ein bisschen im Weg. Oh, wenn die mal ihr Schild aktiviert haben, diese menschlichen Gegner, können die echt nervig sein.
wenn man nicht das passende Element hat. Und man kann nicht auf alle Elemente immer vorbereitet sein. So, auf zum nächsten. Geronimo! So, hier ist jetzt ein Heiler mit dabei. Den sollte ich als ersten mir schnappen. Oh Gott, ich kriege überhaupt nicht mehr mit, was los ist. Aber hat funktioniert. Ist der andere auch schon tot jetzt? Ich glaube schon, oder? Nicht schlecht. Jetzt haben wir nur wieder den Eistank, der nicht so schnell kaputt geht, leider. Sudala! Sehr schön. Okay, jetzt passt auf. Irgendwo... Ah, genau, perfekt. Da oben wartet jetzt nämlich gleich ein Eismagier. Und dann kann man da oben auf der rechten Seite gleich noch gegen so einen fliegenden Roboter kämpfen. Hier sind so viele so starke Gegner auf dem Weg, die sich echt lohnen zu farmen. Das ist schon echt cool. Da. So. Robokrieger, ich komme. Oh, es regnet. Das ist gut für uns jetzt. Wo ist er denn? Da ist er. Das war mal ein ziemlich schneller Kill. Das ist ziemlich gut gelaufen. Sehr gut. Ich bin stolz auf euch, Team. So, weiter geht's mit Feuermagier. Schade, ist Regen schon wieder vorbei, war aber ein kurzer Schauer nur. Der hätte uns nämlich gerade echt geholfen. Aber gut. So, jetzt passt auf. Hier gibt's genau noch einen dicken und da unten ist irgendwo noch ein Roboter und dann weiß ich nicht mehr weiter. Dann weiß ich immer nicht, wie es weitergehen soll. Abraxe, Dankeschön für die Bits. Yay. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie sie ins Glas fallen vor lauter Kämpfen. Beim nächsten Mal wieder. Jetzt hätte ich echt gerne einen Steincharakter. Aber das kriegen wir schon hin.
Tada! Nicht den Loot liegen lassen. Das wäre schade drum. Kaputt! Schön, schön. Ja, genau. Und ab hier weiß ich nicht mehr so recht weiter. Da unten sind ein paar Gegner, aber eher nicht der Rede wert. Da hinten sind ein paar Gegner. Aber eins könnte ich noch versuchen. Ich bin nämlich mal, weil ich mich verlaufen habe, von da oben gekommen, wo die Hütten sind. Die eingebrochenen. Und da kann ich mich erinnern, waren ein paar Gegner. Vielleicht macht das Sinn, dass man hier nach dem Kampf nochmal hochklettert und nochmal zu den kaputten Hütten geht. Da sind schon mal Hündchen. Okay. Naja, vielleicht ist das auch, aber es ist trotzdem keine schlechte Monster-Run-Route. Kann man bestimmt noch irgendwas anknüpfen, aber ich weiß gerade nicht, wo und wie am besten. Na gut, haben wir genug Zeit totgeschlagen. Und Gegner noch nicht ganz. Noch ungefähr bis zu 16 Minuten müssen wir noch vertrödeln. Ah, na guck. Also ich meine, 16 Minuten werden die uns jetzt nicht beschäftigen. Aber immerhin, ein Rettich. Rettiche kann man immer brauchen. Gibt's viel zu selten. Rüdig. So, habe ich jetzt eigentlich genug? Deswegen bin ich ja eigentlich draufgekommen. Habe ich schon genug Ressourcen für deinen Upgrade, wenn wir so weit sind? Dann irgendwann. Nein, aber die kann ich wahrscheinlich craften. 3 von diesen blauen Pflanzensaft-Dingern. Wartet mal, da schauen wir. Da fliegen wir schnell in die Adventurer-Gilde. Mach's gut, Metatron. Gute Nacht, dir auch noch einen schönen Abend. Geht eigentlich irgendwer nach Liu Haber da unten, um seine Sachen zu managen? Ich finde, Windstadt ist viel übersichtlicher und besser sortiert. Da hat man einfach alles, was man braucht, auf einen Knoten. Das ist in Liu auch ein bisschen so, aber da ist es eher so ein längerer Schlauch mit einem Bauch. Und man muss dann, ne. Da ist irgendwie, Mondstadt ist alles so, bam, zentral und fertig. Finde ich besser. Ah, Mondstadt. Home, sweet home. Aber ich glaube, zu der Startstadt, in der man am Anfang so ein bisschen alles zur Verfügung gestellt kriegt, hat mein Videospielen immer so ein bisschen eine besondere Bindung. Wenn da nicht irgendwann mal eine richtig gute Basis kommt, ist, glaube ich, die Startstadt schon immer eine beliebte Festung. So, ich könnte ganz viel weiße Krallen herstellen. Ich hätte gar nicht so grinden müssen, wie ich die gegrindet habe. Ah ja, passt, kein Problem.
Cool, dann ist sie auch schon für ihren Aufstieg vorbereitet jetzt dann. Also was heißt jetzt dann? Morgen oder übermorgen wahrscheinlich eher. Mal schauen. Ach so, stimmt gar nicht. Ich brauche ganz viel lila Stromkristalle natürlich. Amethysten brauche ich und zwar gleich 4 brauchen wir noch. Ah, ich weiß nicht, ob ich 4 craften kann. Oh, und wie ich 4 craften kann. Der Nachteil, wenn man so ein Team aus gleichen Elementen hat, wie gesagt, dass die sich gegenseitig die Fähigkeiten aufladen, ist super gut. Aber der große Nachteil ist halt, dass ich in dem Radialmenü immer versehentlich das Falsche nehme, dass die halt auch ähnliche Upgrade-Elemente brauchen. Sie braucht halt theoretisch auch die Kristalle und auch die Electro-Triforce-Symbole. Und deswegen muss man die halt immer doppelt grinden. Aber bei mir hat sie als meine Haupt-Damage-Dealerin aktuell Vorrang. Beziehungsweise habe ich 2 Team-Konstellationen. Sie ist nicht meine einzige Damage-Dealerin. Ich habe nämlich auch oft Sepulonia, wenn ich Steine brauche, mit Noelle als Kombo-Team. Und das ist gar keine so schlechte Kombo. Gerade im Turm, im Spiralturm, im Abyssturm braucht man ja oft ein zweites Team. Und da ist es gut, wenn man mehrere gute Damage-Dealer hat. Sodala, deine Waffe, die braucht auch irgendwie fancy Stuff, oder? Da bräuchten wir so blaue Pfeilspitzen, aber die Dinger kriege ich eh nicht zusammen. Die habe ich nie gegrindet. Naja, am Sonntag vielleicht oder so. Keine Ahnung. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Kurze Pinkelpause, 5 Minuten und dann geht's gleich wieder weiter. Ja, genau. Bin gleich wieder da. So, da bin ich schon wieder. Hallo, Super Sailor Moon. Hi. Das mit dem Gleichmaterial ist kein Problem. Man kann den gleichen Boss immer wieder machen. Das stimmt. Hinten raus ist es eigentlich egal. Da kann man das machen. Am Anfang, wenn die wahrscheinlich für die meisten Spieler die Hauptquelle an Ressourcen noch die ganzen Kisten sind beim Erkunden, hat man schon das Gefühl, oder ist es halt auch so, dass einige Materialien überbleiben und man hat dann besonders viel davon, während andere knapp werden, wenn man sich da zu sehr auf ein Element spezialisiert. Aber hinten raus ist es dann komplett egal, ob du den einen Boss die ganze Zeit grindest oder 2 verschiedene Bosse abwechselnd grindest. Das stimmt. Das ist dann wirklich egal. Sodala! Ach, was machen wir denn jetzt noch? Bis ich das eine 8... nicht mal mehr 8 Minuten. Dann können wir noch unsere letzte Daily Quest erfüllen. Ich meine, theoretisch könnte ich Fischl jetzt schon upgraden, wenn ich genug Pfeilspitzen machen kann. Könnte ich mal schauen, oder? Wie viel wir da craften können. Ich meine, 11 ist schon viel, aber mal schauen. Die Sharp Arrowheads, die grünen Pfeile. Also Kristalle kann man gleich wieder zusammengrinden. Wahrscheinlich könnte ich sogar noch ein paar herstellen. Ja, genug für alle sind nicht da, aber gut. Oh, kann wesentlich weniger herstellen, als ich dachte. Ich habe dann vor kurzem erstmal aufgeräumt und ganz viel Sachen abgegradet. Aber da müsste ich erst ein paar Fernkämpfer farmen. Habe ich jetzt keinen Bock. Wisst ihr was, wir können jetzt eigentlich schon anfangen, irgendeinen Boss zu machen. Machen wir gleich den Elektro-Boss. Ja, doch, klar, warum nicht? Wir brauchen für Fischl und für unsere die Frau, deren Namen ich mir nicht merken kann, sowieso immer Elektromaterialien. Da, warum nicht? Ich meine, Fischl will ja auch mal noch auf Stufe 8 dann oder auf Stufe 5 befördert werden. Brauchen wir so noch einen ganzen Batzen. Machen wir den Elektrowürfel. Dann muss ich aber schnell mein Team ändern.
Ich habe immer das Gefühl, bei den Bossen, Venti ist zwar eigentlich ein super Charakter, aber bei den meisten Bossen oder größeren Gegnern, dadurch, dass die von seinem Wirbel relativ unbeeindruckt sind, ist er halt einfach nicht ganz so gut. Aber andererseits denke ich mir dann immer so, passt schon. Immerhin, es ist ein Fernkämpfer. Das ist auch nicht schlecht. Ich sollte meine Elementarattacken jetzt ein bisschen sparen. Die brauche ich nämlich am Schluss, damit ich ihn besiegen kann. Ich steige jetzt lieber mal auf normale Attacken um. Ist jetzt kaputt? Ne, der ist noch nicht kaputt, oder wie? Was? Ah, Verwirrung. Das war jetzt zu viel Zeit vertrödelt, aber ist nicht so wild. Hilft nichts, müssen wir noch eine Runde. Warum hat denn das gerade keinen Schaden gemacht? Das war irgendwie doof jetzt. Okay, die Kugel ist gerade unsterblich geworden. Das war weird. Naja, dann machen wir halt noch eine Runde. Ich meine, why not? Aber jetzt. Da, 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 da.
Oh, ich brauche ja 40 für die Bosse, stimmt. Da reichen ja gar keine 20. Bin nicht doof. 20 reichen nur in den Instanzen. Gut, ich meine, ich muss die sowieso machen für die ganzen Daily Achievements. Man kann irgendwie eh gar nicht von seinem normalen Energiespeicher her so viel Bosse kaputt machen, wie die immer in der Woche kaputt gemacht haben wollen. Insofern ist es wurscht. Aber stimmt, da brauche ich ja 40. Ich habe nur 20. Aber das ist auch okay, weil was man immer brauchen kann, wirklich immer, 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 das ist wahrscheinlich das grindigste von allen Materialien, sind die Talentmaterialien hier zum Upgrade der Fähigkeiten. Die kann man wirklich immer brauchen. Warum habe ich denn 0 von 9? Ich dachte, wir haben gerade welche gegrindet. Vielleicht eine andere Qualitätsstufe. Naja, ist ja wurscht. Kann ich die heute zufällig kriegen? Nein. Schade. Mal schauen. Vielleicht von einem anderen Charakter. Na dann, machen wir das eben. Mir doch wurscht. Meine Line ist eingerastet. Oh. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste immer in aufrechter Sitzhaltung verweilen. Das wäre die Hölle.